Guten Tag. Dieses Astropolarity-Lehrvideo beschäftigt sich innerhalb des Fernstudiums mit den Konstellationsbildern des Pluto und hier im Speziellen mit der Konstellation Sonne-Pluto. Diese Konstellation ist in diesem Beispielhoroskop von einem Mann abgelichtet durch die Sonne in Feld Nummer 8. Dies hier ist das achte Feld. Die Sonne in Feld 8 ist eine Sonne-Pluto-Konstellation. Die entsprechende Geschichte dazu lautet folgendermaßen. Dieser Mann hatte in jungen Jahren bis zu ungefähr seinem 15. Lebensjahr extrem unter einer, und das ist für Sonne-Pluto natürlich ganz typisch, Dominanz, einer enormen Dominanz seines Vaters gelitten, weil der Vater ihm nämlich, und das ist dann wiederum doch sehr ungewöhnlich, fast ständig bis zu seinem 13., 14. Lebensjahr verboten hat, das Haus, in dem sie damals beide alleine zusammen gewohnt hatte, die Mutter hatte nämlich den Vater verlassen, in einem Umkreis von mehr als 1 Kilometer zu verlassen. Und der Junge ist aber damals schon, das fing mit 9 Jahren an, sagt er, und ging dann bis ins 13., 14. Lebensjahr, immer wieder ausgebrochen, in dem Sinne, dass er zu Fuß, weil andere Möglichkeiten gab es damals nicht, immer wieder zu Fuß versucht hat, über ganz, ganz lange Distanzen sozusagen von seinem Vater wegzukommen, schlicht und einfach auszureißen. Das ist ein Geburtsbild eines Menschen, der in den 30er Jahren geboren ist, also des letzten Jahrhunderts bzw. Jahrtausends. Insofern waren das natürlich ganz andere Lebensumstände noch als heute, obwohl es das heute sicherlich auch noch gibt. Und das Interessante daran ist eben halt, dass diese Sonne-Pluto-Konstellation durch Sonne in 8 stehend, hier als Lösungsweg oder als rahmengebende Konstellation, so wie wir das innerhalb der Astropolarity-Lehre sehen, den Mars in 9 hat, weil nämlich die 8. Felderspitze hier im Zeichen Widder ist. Dazu gehört der Mars als Planet und der steht in 9 und zwar auch noch im Zeichen Zwilling. Und das ist eine sehr schöne Analogie in dem Sinne jetzt, wenn man das als schön bezeichnen möchte, zu den Ausreißversuchen dieses damals jungen Mannes, der versucht hat, vor seinem Vater zu entkommen, und zwar zu Fuß. Das ist so, einerseits ist das Zwillingsprinzip, was ja mit der körperlichen Bewegung auch im Sinne von Laufen, Gehen und so weiter zu tun hat. Und dann im Sinne, dass der Mars in 9 steht, was dem Schütze-Prinzip entspricht, also sozusagen mit 7 Meilenstiefeln, um das mal ein bisschen altertümlich auszudrücken, versucht hat, hinwegzukommen. Das ist ein gutes Beispielgeburtsbild dafür, dass also eine Sonne-Pluto-Konstellation trotzdem, wenn also die Rahmenbedingung hier durch den Mars in den Zwillingen in 9 doch sozusagen inhaltlich sehr konträr ist, in eine enorme Spannung gerät. Normalerweise ist eine Sonne-Pluto-Konstellation wohl in der Lage, alles, was in ihr und um sie herum passiert, also auch stellvertretend mit den entsprechenden Menschen, zu kontrollieren. Aber wenn die Rahmenbedingungskonstellation wie Mars in den Zwillingen oder Mars in 9, Mars Jupiter hier sehr anders ist, dann kommt es eben genau zu so einer Geschichte. Das ist also eine sehr schöne Geschichte, die analog im Sinne des Resonanzgesetzes sehr schön zu dieser Paarung Sonne-Pluto mit Lösungsweg oder Rahmenbedingung Mars-Jupiter-Merkur passt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.